Das Bankkonto auf dem Smartphone anstatt in der Filiale. Ob sich Anbieter wie N26 für dich wirklich lohnen, das erfährst du jetzt in diesem Video. Los geht's! Was sich für dich auf jeden Fall lohnt, ist dieser Kanal hier. Einfach abonnieren und keine Informationen mehr zu digitalen Angeboten verpassen. Übrigens auf jeden Fall dranbleiben. Ich zeige euch nämlich, wie ihr euer N26-Konto eröffnen könnt und 20 Euro Startguthaben erhaltet. Das heißt, kostenloses Konto und 20 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt auch nicht besonders viel Aufwand. 8 Minuten bis, sagen wir mal, 12 Minuten. Seit spätestens dieser auffälligen Werbeaktion von N26 sollte das eben zumindest irgendwie im Kopf herumschwirren. Es handelt sich dabei um wirklich tatsächlich eine Bank, die aber ohne Filialen arbeitet. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals mein erstes Bankkonto eröffnet habe, in die Sparkasse reingegangen, mich erstmal irgendwie eine halbe Stunde mit einer Mitarbeiterin unterhalten. N26, aber auch andere Anbieter machen es ein bisschen anders und sagen, wie ist jetzt in unserer digitalen Zeit vielleicht auch nachvollziehbar ist. Wir machen das einfach alles nur noch online. Das bedeutet natürlich für uns Kunden, dass wir keinen direkten Ansprechpartner mehr vor Ort haben, also keine Filialen mehr, sondern fast alles über eine App abwickeln. Ich mache es tatsächlich schon seit Jahren so, nicht weil ich bei N26 bin, sondern weil ich einfach Online-Banking als eine sehr sinnvolle Variante des Kontoverwaltens halte und deswegen das meiste eh schon online mache. Ein Konto bei einer rein digitalen Bank zu haben, hat Vorteile und hat Nachteile. Das ist nachvollziehbar. Als ein großer Vorteil ist auf jeden Fall zu nennen, darauf werde ich später nochmal genauer eingehen, ist die Kontoeröffnung. Das geht nämlich bei N26 zum Beispiel sehr, sehr schnell. Wir werden das gleich mal zusammen machen. Ich werde euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. N26 hat drei verschiedene Tarife und bei jeder bekommt ihr eine Master-Debitkarte. Grundsätzlich ist N26 kostenlos. Ihr habt aber auch quasi Premium-Möglichkeiten. Das heißt, ihr bekommt entweder eine N26-Standardkarte, dann habt ihr die Möglichkeit, die N26-Black-Karte euch zu holen oder die N26-Metal-Karte. Aber bereits schon bei der kostenlosen Standardkarte habt ihr eigentlich alles Wichtige mit dabei. Bei den anderen Sachen bekommt ihr vor allen Dingen einmal ein Versicherungspaket, dann bekommt ihr einen bevorzugten Kundenservice. Das ist vielleicht besonders interessant, wenn ihr vielleicht wirklich geschäftlich unterwegs seid. Ich denke, für die meisten von euch wird die Standardkarte ausreichen. Ich selber habe mir auch einfach die Standardkarte geholt. Die kostet halt nichts und reicht jetzt erstmal für nebenbei. Eine wichtige Sache für uns alle wahrscheinlich, wir sind ja alle altmodisch in Deutschland noch und bezahlen gerne mit Bargeld. Und das ist nochmal ein spezielles Thema bei N26. N26 hat keine eigenen Automaten, dafür könnt ihr allerdings quasi alle möglichen Automaten verwenden. Das bedeutet, dass ihr in der Regel jetzt keine 5 oder 6 Euro zahlt, wenn ihr zum Beispiel mit der Sparkasse irgendwo bei einer fremden Bank euch Geld abhebt. Allerdings ist dieses komplett kostenlose Abheben nur 3 bis 5 Mal im Monat möglich. Es sei denn, ihr seid im europäischen Ausland, da könnt ihr quasi so viel abheben, wie ihr wollt. Wenn ihr mehr abheben wollt als 3 bis 5 Mal, müsst ihr 2 Euro zahlen. Ich persönlich muss sagen, ich heb nicht so oft Geld ab. Ich mache das eigentlich immer relativ gezielt. Dafür gibt es halt in der Regel, also bei der Standardversion, keine Kontoführungsgebühren. Wenn ihr übrigens im Ausland seid und ihr wollt irgendwie Fremdwährung abheben, kostet das 1,7% Abhebungsgebühr. So heißt das. Musst du gerade nachlesen. Wenn ihr aber einfach mit der Kreditkarte bezahlt, und das könnt ihr gerade außerhalb von Deutschland eigentlich wesentlich öfter als hier, dann bezahlt ihr nichts. Außerdem ist eine gute Möglichkeit zu sparen, das Geld einfach bei einem Markt, also beim Rewe oder so, abzuheben oder einzuzahlen. Das ist nämlich auch möglich. Die Dispozinsen sind übrigens unterdurchschnittlich, also da bezahlt ihr ein bisschen weniger als in der Regel mit 8,9%. Außerdem habt ihr den sogenannten Money Beam, das heißt, ihr könnt Sofortüberweisungen machen zu anderen N26-Kunden und die Möglichkeit, Google Pay, Apple Pay und den ganzen kontaktlosen Smartphone-Bezahlungsdiensten eine Kombination zu machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte übrigens dazu mal ein Video gemacht zu Google Pay. Wen das interessiert, der kann darauf mal klicken. Kommen wir zur Kontoeröffnung. Ihr habt nämlich die Möglichkeit mit Deal Doktor, natürlich mit uns, ist ja klar, ein Startguthaben von 20 Euro zu bekommen. Das heißt, ihr bezahlt nichts fürs Konto und bekommt nochmal 20 Euro geschenkt. Dafür müsst ihr auf Deal Doktor gehen. Dann geht ihr hier auf einen Link und gebt Flix26 ein und habt dann die Möglichkeit, euch da anzumelden. Wie die Anmeldung funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze hier geht. Gebt hier euren Namen ein,
gebt hier einfach euer Geburtsdatum ein. Das geht halt tatsächlich ziemlich schnell. Alles eingeben. Die wollen halt einmal eure Anschrift haben, euren Namen, eure Handynummer. Dann bekommt ihr eine E-Mail-Adresse von N26. Dann E-Mail-Adresse bestätigen. So, jetzt verifizieren wir das Ganze. Ich habe jetzt hier meinen Personalausweis und mit dem muss man dann seine Identität verifizieren. Das geht wohl ganz einfach. Verifikation beginnen. Bitte schauen Sie direkt in die Kamera. Ja. Ich mache es ja einfach von Ihnen. Wir können auch die Brille abnehmen. Ach so, okay. Wir können auch vielleicht so, ob es so schräg gehalten war, die Reflexion. Schalte ich die Kamera nicht ein. Bitte kippen Sie den Ausweis so oben und dann rechts links. Ja, genau so. Genau. Bitte fordern Sie nun Ihre Identität an. Ah, jetzt eingeben. Jetzt bekomme ich den als E-Mail, oder was? So, jetzt habe ich diesen, dieses Video-Ident-Ding gemacht. Das hat ein bisschen länger gedauert als 8 Minuten, glaube ich. Ich dachte, würde jetzt mal so schätzen, so 10 Minütchen oder so. Jetzt geht es darum, das Smartphone zu verknüpfen. So, ich habe jetzt einen Code bekommen. Den gebe ich jetzt ein. Okay. Das ist es. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Zusatzfunktionen ein. Es gibt ein paar Zusatzfunktionen, die wirklich cool sind von N26. Und die erste Zusatzfunktion, die ich auf jeden Fall nennen möchte, ist die Spaces-Funktion. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, kleine Unterkonten zu bauen, wenn ihr zum Beispiel für ein Auto sparen wollt oder ihr möchtet zum Beispiel euer Essensgeld und euer Kleidungsgeld irgendwie auf 2 verschiedenen Konten haben, dann könnt ihr das quasi ein bisschen herumbuchen. Ihr habt neben eurem Hauptkonto 2 Spaces, wenn ihr die kostenlose Version nutzt. Wenn ihr die kostenpflichtige Premium-Version verwendet, habt ihr insgesamt 10. Das heißt, ihr könnt euch da ein bisschen organisieren. Eine weitere interessante Sache ist N26 Insurance, nämlich N26 arbeitet mit Clark zusammen. Clark kennt ihr vielleicht sogar noch, dazu hatte ich mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch hier nochmal angucken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, wie in einer klassischen Bank tatsächlich Sparkonten einzurichten. Ihr könnt euer Geld investieren, ihr könnt ein Dispo verwenden, ihr könnt euch Geld leihen, ihr könnt alles Mögliche machen. Was haltet ihr von N26? Nutzt ihr so welche Angebote oder braucht ihr die klassische Filiale? Schreibt sowas mal in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Hier ist nochmal ein schönes Video zu Google Pay. Wenn ihr es noch nicht habt, dann uns interessiert seid natürlich, dann guckt euch das mal an. Vielleicht überzeugt euch das Ganze. Und ansonsten würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, Tschüsschen und bis bald.